Das war eigentlich für mich ganz einfach, weil ich bin ja vor 15 Jahren selber gemobbt worden in einer Einrichtung, wo ich arbeitete, in einem Gesundheitsamt. Und habe da selber erlebt, wie das war, von heute auf morgen von einem der angeblich guten Mitarbeiter zu einem der schlechtesten Mitarbeiter zu werden. Dann kam ich auf die Idee, nachdem ich selber damals gemobbt worden bin, einfach auch mit Mobbing-Betroffenen zu arbeiten. Aber es gab nirgendwo irgendwo Informationen, wo ich hätte sagen können, die können mir irgendwie helfen. Da gab es dann die Bücher von Leimann, aber es war nie auf Therapie oder Beratung ausgerichtet. Und dann hat sich im Laufe von ungefähr 10 Jahren ja immer mehr der Gedanke entwickelt, irgendwas selber darüber zu schreiben. Und ich habe ja auch schon mal ein Buch darüber geschrieben, Mob die Mobber. Das war eher so meine Verarbeitung meiner Mobbing-Erfahrung, die ich dann da in dem Gesundheitsamt hatte. Und da natürlich einen ganz anderen Weg gegangen bin, als den ich jetzt den Leuten sage, die zu mir kommen, Therapie oder Beratung machen. Weil ich habe mich ja dafür entschieden, den Mobber oder die Mobberin in diesem Fall selber massiv psychisch unter Druck zu setzen. Mit Erfolg. Ne, das war für mich dann etwas, was mich auch Gott sei Dank dann psychisch gesund erhalten hat, weil ich habe diese Ohnmacht nie erlebt, die Hilflosigkeit nicht erlebt. Ich habe erlebt, wie das ist, isoliert zu sein. Das war eine schlimme Erfahrung. Wobei, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es war eine gute Erfahrung, wenn man sie positiv dann wiederum verändern kann. Es kann letztlich wirklich jeden treffen. Sie können kompetent sein und das gefällt jemandem nicht. Sie bewerben sich um eine höhere Dotierung und jemand anders möchte aber auch den Posten haben und fängt an. Sie können aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Kleidungsstils, aufgrund ihrer Haartracht oder was auch immer, urplötzlich zum Opfer werden. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sich von vornherein zu schützen. Ja, man kann sich das vielleicht so ungefähr so vorstellen, wie ne, jemand von Ihnen widerfährt ein großes Unrecht. Und wenn Sie dann Ihren Protest kundtun, wird das so mit so einer einstudierten Dauerfreundlichkeit weggelächelt. Immer wieder neu, ne? Als ob es überhaupt nicht passiert wäre. Und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie sich ein Mobbing-Betroffener fühlt, der, wenn er auf seine Situation aufmerksam macht, ständig immer gegen geschlossene Türen rennt. Immer wieder neu. Sodass er sich fragen muss, spinne ich vielleicht? Sehe ich die Sache völlig falsch? Der Mobber selber ja auch nicht zugibt in den meisten Fällen, dass er ein Mobber ist, sondern sagt, sie irren sich, sie tun im Grunde genommen mir was Böses an. Ich bin doch ganz nett zu Ihnen. Und das Umfeld, die Mitläufer selber natürlich genau wie der Mobber reagieren und die nicht involvierten Dritten machen natürlich Ähnliches, halten sich da raus, können das ja nicht entscheiden oder wollen es nicht hören, weil es den Betriebsfrieden stört und geben natürlich dem Gemobbten damit das Gefühl, ne, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also man verliert total den Boden unter den Füßen, hat eine Angst, die jetzt nicht vergleichbar ist mit der Angst, die so im DSM-4 oder im ICD-10 beschrieben ist. Es ist eine Angst, die man kaum in Worte fassen kann und die einfach deutlich machen, ich bin völlig alleine. Dieses völlig alleine sein Gefühl, was ja keiner von uns gerne hat, hat der Mobbing-Betroffene häufig. Also innerlich ist es ja so aufgebaut, dass ich erstmal deutlich gemacht habe, was kann man überhaupt unter Mobbing verstehen. Problem ist hierbei, dass es keine allgemeingültige Definition gibt. Es gibt zwar Gerichte, die haben dann so ein gewisses Grundmuster, aber das kann man dann auch nicht einfach so übertragen. Dann war zu gucken, was gibt es da für psychische Störungen, die auftauchen könnten, weil das Buch ist ja auf der einen Seite auch an Therapeuten gerichtet, aber auch an Supervisoren und Coach oder an alle beratend Arbeitende, die mit Mobbing-Betroffenen zu tun haben. Und dann kam eben zu gucken, was sagt denn das Systemische dazu, zu dem Begriff Mobbing? Und dann der nächste Teil, da ging es eben darum zu gucken, was sagen denn so die Existenzphilosophischen? Natürlich jetzt nicht zu dem Thema selber, sondern wie kann man das auf das Systemische und auf das Existenzielle so herunterbrechen? Und wie kann man diese beiden Ansätze, die erstmal total konträr gegenüberstehen, so miteinander verbinden? Und das war dann auch wiederum ein Teil in dem Buch, wo man diese Dinge dann verbunden hat. Und dann kommt eben der Praxisteil. Es geht ja im Grunde genommen dann dieses systemisch-existenzielle Mobbing-Inventar zu haben, wo sich dann diese drei Module, akute Phase, reflexive Phase, existenzielle Phase, dann immer weiter ausdifferenziert werden. Die akute Phase, die reflexive Phase im Rahmen von diesem systemisch-existenziellen Mobbing-Inventar reicht eigentlich aus, um jetzt auch systemisch zu arbeiten. Aber wenn es an die existenzielle Geschichte geht, wo man ja sehr, sehr stark im Wagen arbeitet, da hat es nicht ausgereicht. Und dann kam ich ja auf die Idee, diesen
interpsychischen Ansatz, systemisch-konstruktivistisch bei mir, mit so einem intrapsychischen, also mit existenzphilosophischen Dingen eben halt zu ergänzen. Also es fiel mir auf, als ich einen Klienten hatte, der auf einmal anfing darüber zu sprechen, dass er eines Tages, als er morgens aufwachte, sagte, ich bin irgendwie in einer anderen Welt gewesen. Dieses Gefühl von, ich bin so alleine, ich bin so isoliert, hätte ihn auf einmal dieses Gefühl von absoluter Fremdheit offenbart. Jetzt muss man wieder aufpassen, da muss man gucken, wenn man in die dissoziativen Störungen geht, gibt es ja die Depersonalisation, die Derealisation. Das könnte natürlich auch ein Ausdruck jetzt von der posttraumatischen Belastungsstörung gewesen sein. Und da muss man dann wieder gucken, wie man differenziert. Dass man also nicht nachher denkt, das ist was Existenzielles und es ist eventuell einfach nur Ausdruck eines Störungsbildes. Aber es war in diesem Fall eben nicht Ausdruck eines Störungsbildes, sondern es war einfach, als er das dann so beschrieben hatte, sagte er dann, das war so, als ob ich der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wäre. Völlig abgekapselt von allen Menschen, alle Illusionen, die ich mir gemacht habe, auch mit meiner Familie, dass man irgendwie so zusammengehört, das war alles weg. Nicht für lange Zeit, das war, sagte er, nur ein Moment. Und das war so belastend für ihn, dass ich dann mir auch dachte, da kann ich nicht einfach drüber weggehen. Das heißt, das muss ich mit ihm dann auch versuchen, so ein bisschen zu klären. Und das hat mich natürlich dann so interessiert, zu gucken, wie kann ich es schaffen, auch diesen Bereich noch abzudecken. Wenn ich mal ganz grob sage, von 100 Patienten vielleicht in den letzten 8, 9, 10 Jahren, sind das vielleicht nur 10 oder 11, die bis in diese existenzielle Phase reinkommen. Aber ich kann sie nicht einfach streichen, nur weil es mir nicht passt. Und deswegen hat das Buch eben halt leider ein bisschen länger gedauert, bis es zu Ende geschrieben worden ist. Vor allen Dingen so Situationen wie dieser ständige Rededrang. Die müssen ständig über ihre Probleme reden. Oder was auch passieren kann, ist, dass sie total unrealistische Ziele entwickeln. Nämlich, dass der Mobber sich entschuldigen soll, dass der entlassen werden soll, dass man seine alte Position doch noch wiederbekommen kann. Und das bedeutet, dass sie sich häufig dann an Zielen verrennen, die überhaupt gar keinen Realitätsgehalt mehr haben. Und dann ist es eben nicht nur, dass man eine Depression behandelt, eine Angst behandelt, eine posttraumatische Belastungsstörung behandelt, sondern es ist dieses Existenzielle, was dann eben halt dem von Mobbing Betroffenen so aus seinem Welt- und Lebensbezug stürzt, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wie er reagieren soll. Und das dann in so einer Beratung, in so einer Therapie oder so einem Coaching dann zu bearbeiten, ist dann schon eine ziemlich schwierige Sache. Und wenn man dann nicht diese Spezifika kennt, die eben halt so ein Gemobbter eben mitbringt, ne, dann wird es natürlich ziemlich schwer. Also ich hatte letztens einen Mann aus einer Einrichtung da, wo ich dann in 5, 6 Sitzungen war die Sache erledigt, weil er sagte, es gibt einen Hauptmobber und es gibt eine Nebenmobberin. Und dann haben wir so ein bisschen das analysiert, wie denn so der Mobber und die Mobberin so strukturiert sind. Und dann kam raus, dass die Nebenmobberin eigentlich eine Person ist, die so wenig wie nur eben möglich arbeiten will. Nur wenn er gehen würde, müsste sie seine Arbeit mitmachen. Und das würde sie mit Sicherheit nicht wollen. Und dann machte ich ihm den Vorschlag, wären Sie doch einfach mal für 6, 7 Wochen krank. Das heißt, sie würde dann die ganze Arbeit machen müssen. Und wenn Sie dann wieder zurückkommen, dann sagen Sie ihr, und jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, wie das ist, wenn ich nicht mehr da bin. Wer wird denn die Arbeit übernehmen? Sie wissen genau, es wird keiner mehr eingestellt. Sie machen das dann. Und das hat wohl so gewirkt, dass die Nebenmobberin dann aufhörte, ihn zu mobben, was dann wiederum sich auf den Hauptmobber irgendwo auswirkte, weil er keine Unterstützung mehr hatte und die Situation im Moment zumindest so sich darstellt, dass er eigentlich ganz gut da arbeiten kann. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das war jetzt so eine von den sehr kurzen, weil es einfach mit dieser Aktion funktioniert hatte, dass er sagte, es reicht. Diese akute Phase heißt ja so Bearbeitung der aktuellen Problematik. So gucken, wie kann man den Patienten stabilisieren, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten, über die Familie, über externe Personen, die helfen können, über systemische Möglichkeiten, die man eben halt dann anwenden kann. Und dann kann es in der akuten Phase, so zwischen 6 geht es als Minimum, und das kann bis zu 20, 30 Sitzungen gehen. Und dann habe ich noch viele, die dann ab und zu nochmal wiederkommen, um mal zu berichten, wie es im Moment so läuft.
Also für mich war immer wichtig, was ich ja dann nie so bekommen hatte, so eine Sicherheit im Umgang. Und wenn man jetzt, denke ich, das Buch liest, hat man ein Gerüst und nicht irgendwie so eine Art Rezept. Ich hatte ja auch in dem Buch geschrieben, es ist wichtig, das als Rahmen zu sehen, wo jeder seine eigenen Erfahrungen mit einbauen kann. Aber so ein Grundgerüst zu haben, ist ein wunderschönes Gefühl, weil man dann nicht immer nur irgendwo rumtappt, sondern mehr oder weniger klare Linie hat. Und da muss man das weiterentwickeln. Also ich habe mal ein Essay von Marcel Proust gelesen, da stand sinngemäß so drin, so, wenn man ein Buch liest, sollte das Anreiz sein, weiterzudenken. Und genauso sehe ich das ja im Grunde genommen auch mit diesem Buch.